Lord Pappnase. So, hallöchen liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter. Und ich war hier gerade schon mal. Ich habe ungefähr 5 Minuten aufgenommen. Und dann dachte sich mein Rechner, och, wie wär's denn mal wieder mit einem schönen Bluescreen? Und ich dachte mir so, na danke auch, was ist denn jetzt kaputt? Und jetzt mache ich das halt nochmal. Jetzt weiß ich gar nicht, soll ich alles nochmal genauso erzählen, wie ich es gerade schon erzählt habe? Weiß ich gar nicht. Also was ich gerade erzählt habe, war, dass ich voll der Santa Claus-Typ bin, weil ich hatte gerade leckere Kekse mit Milch. So leckere Butterkekse mit Schokolade überzogen mit Milch. Das ist einfach so geil. Schmeckt halt auch einfach. So, jetzt weiß ich natürlich auch schon, was in dem Raum zu tun ist. Das macht die Rätselfindung natürlich ein bisschen langweilig. Aber mein Gott, da ist es manchmal so. Bin ja froh, dass es so early abgestürzt ist und nicht erst viel, viel später. Dass ich hätte nochmal sehr, sehr viel nachspielen müssen. Aber mal gucken. Mal gucken. Hier auf jeden Fall Bildkarte, ich bin nicht überrascht. Quang Po, 1443 bis 1539. Chinesischer Zauberer und Entdecker der Verwendung gemahlener Feuerballeier. Lecker. Ich habe auf jeden Fall gerade ein bisschen rumsuchen müssen, wie es in dem Raum weitergeht, bis mir eingefallen sind. Wir sind ja in der Elasto-Prüfung und hier gibt es Sprungteppiche. Das hatte ich kurz vergessen. Naja. Elasto. Elasto. So, dann holen wir uns auch mal einen Stern. Heißt ja auch Harry Potter. Und das Sammeln der Sterne. Das geheime 8. Buch. Epische Musik ist episch. Und hier ist übrigens der Rechner abgestürzt. Also ab hier... ab hier weiß ich wieder nix. Rictusembra! 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 Na, geh schon ganz rein. So. Ich frag mich ja, was mit den Viechern hier passiert, ne? Sterben die einen grausamen Tod? Was passiert wohl mit denen? Den armen Schildkrötis. Oh, das war für ein Secret? What? Da war ein Loch. What? Ich hab das nicht gesehen. Scheiße, nein. Oh Gott. Oh, könnte ich die Folge nochmal neu aufnehmen, bitte? Absturz. Dann Absturz in ein Loch. Ach, das ist ja alles furchtbar hier gerade. So, also, wie gesagt, ich habe gerade Kekse gegessen mit Milch. Nee, lassen wir das. Okay, dann machen wir das halt nochmal. Oh. Tatütata, tatütata. Ich hoffe, das hat man auf der Aufnahme nicht gehört. Aber ich wohne ja in einem sehr belebten Städtchen. Also es vergeht, glaube ich, kein Tag, wo nicht Krankenwagen, Feuerwehr oder Polizei in meiner Wohnung vorbeifährt. So. Jetzt aber. Machen wir das nochmal, holen uns die Karte. So. Die lese ich jetzt nicht nochmal vor. Und dann geht's hier wieder nach oben. Das wäre zum Beispiel cool, wenn es nach jedem Checkpoint, nach jedem Stern einen Checkpoint gäbe. Das wäre halt auch gut in den Dungeon. Würde es aber, glaube ich, dann doch auf der anderen Seite ein bisschen zu leicht machen. Naja. Naja. Machen wir den Kram hier halt nochmal. Let's go! Ein bisschen erinnert mich die Musik hier gerade an Star Wars. Ach, hier ist allgemein Abgrund. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gerafft. So, jetzt machen wir hier Speedrun-Nase. So. So.
Und so. Easy. So, jetzt nicht nochmal reinfallen, sondern hier hin. Das ist ja aber auch Käse hier. Was soll denn das auch? Oh, eine silberne Bildkarte. Dümpfner Furmage, 1612 bis 1698, wurde während ihrer Ferien in Cornwall von Wichteln entführt. Sie konnte befreit werden, lebte danach jedoch in ständiger Angst vor diesen Kreaturen. Ihr Versuch, das Zauberministerium davon zu überzeugen, alle Wichtel zu vernichten, scheiterte. Oh, die Arme. Wichtel sind aber auch gemeine Viechers. Hui, bonk. Warte mal. Flipendo! Oha, okay. Was haben wir hier noch? Flipendo! Elasto! Okay, das wird interessant. Oh, ich muss es aber nicht da über die... Oh Gott, Harry, festhalten. Komm schon. Yes! Das ist aber eine gemeine Sprungeinlage. Jetzt will ich aber auch einen Speicherpunkt als Belohnung dafür. Oh Gott, ist das laut hier. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme später nicht allzu laut für euch. Wenn nicht, regle ich es im Schnittprogramm nochmal runter. Aber nur, wenn ich dran denke. Das ist kein Versprechen. Ich vergesse oft Zeug. Oh, Wichtel. Mehr Wichtel. Und kein Speicherbuch für uns, aber da hinten ist eins. Da hinten ist eins. So, erstmal den Raum hier ein bisschen raffen. Was wollen die von mir? Schubst dich erstmal runter. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber war es wahrscheinlich. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch, oder? Ich glaube, ich hätte von der Säule da hochspringen müssen. Kann das sein? Ah, nee, wobei, wenn die Säule hier steht, ist zu weit. Zu weit. Das hätte man nicht geschafft. Hier gibt es bestimmt irgendein Lumus-Versteck. Lasst uns erstmal umschauen, bevor ich hier voreilige Schlüsse ziehe. Nee, der Raum ist auch höchst ominös. Aha. Lumus holen. Und jetzt oben gucken. Gerade der Raum finde ich interessant für Lumus. Nein? Okay. Ah, schaut mal. Ah, okay. Das Dungeon-Design ist halt echt, ich finde das geil. Es kommt jetzt nicht ganz an den Zelda ran. Aber für so ein Game ist das halt echt, das ist halt echt Bombe. Ich bin immer noch begeistert von diesem Spiel. Ich hatte das nicht so gut in Erinnerung, als ich das vor 3, 4 Jahren gespielt habe. Da fand ich es okay. Aber jetzt gerade finde ich das richtig dufte. Und ich habe den dritten Teil noch ein Stück besser in Erinnerung. Da bin ich mal gespannt. Mal gucken. Vielleicht spielen wir auch den dritten Teil. Könnt ihr mir mal sagen, ob wir uns den dritten Teil auch angucken sollen. Aber auch wieder die PC-Version. Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Versionen. Habe ich gesehen. So. Speichern. Sehr angenehm gerade. Sehr angenehm. Okay, was haben wir denn hier Feines? Erstmal darüber springen. Oh, hi. Oh, was mache ich denn mit dir? Ich glaube, da kann ich noch nicht viel machen. Ich gehe mal direkt hier durch. Entschleime. 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 Ein Schokofrosch hätte ich ganz gerne. Okay. Ziemlich actionreich hier gerade alles. Hui. Oh, warte mal. Habe ich jetzt einen Haufen optionales Zeug verpasst? Ich komme auf jeden Fall nicht mehr zurück.
Nein, ich glaube, ich habe im letzten Raum optionales Zeug verpasst und jetzt... Oh nein! Warte mal, ich hatte doch ein Speicherbuch, ne? Ich hatte ein Speicherbuch. Ich will erst nochmal zurückgucken. Moment, ich stürze mal Harry in den Tod. So, Achtung. Hier, das sieht so... alles optional aus. Überlebe ich den Sprung hier? Überlebe ich zumindest. Lass uns doch zuerst hier nochmal ganz kurz gucken. Oh, aha. Versteckte Truhe. Mit ein paar Böhnchen. Und jetzt haben wir hier zwei Sprungbretter. Das führt mich hierhin, da darf ich aber noch nicht durch. Und hier komme ich nur wieder zurück. Okay, dann war es vielleicht... Ja, dann war es vielleicht doch egal. Dann war es... Okay, okay, ich nehme alles zurück. Und behaupte einfach das komplette Gegenteil. So nämlich. Es sah für mich halt so weit entfernt aus, irgendwie. Oh, was war denn das für ein Geräusch? Eieiei. So, 8 von 10 Sternen schon. Dann sind wir ja gleich fertig mit dem Dungeon, glaube ich. Oh, mal diese Wichtel hier. Oh, da oben fliegt eine Eule. Ein mega, mega Hyper-Secret. Geil, Bohnen. Ich fühle mich richtig belohnt. Also dafür, dass ich das mit der Eule hier gerade gefunden habe, hätte ich mir irgendwie mehr erwartet, ehrlich gesagt. Speicherbuch. Hier hinten habe ich aber schon eine Lumos gesehen. Okay, wo führt uns das denn jetzt hin? Okay. Sprungbrett. Hui! Silberkarte. Ein weiterer Schlüssel. Nice. Richtig guter Progress hier. Alberich Crunion. 1803 bis 1882. Erfinder der Mistbombe. Tolles Bild dazu auch. Sehr gut. Und flubbidi-flub. Jetzt muss ich nur noch zurückkommen. Aber gar kein Problem für Mr. Profi-Nase. Alohomora. Ah, ich wollte hier runterfahren. Eklige Spoders. Weg mit euch. Das war eine gemeine Falle. Muss für was genau? Ah, für da hinten. Alohomora. Ich finde, dafür, dass sich die Kisten lohnen oder belohnend anfühlen, da müssten mehr Bohnen drin sein. Irgendwie. Statt nur so 3, 4. Weiß nicht, so 20 Bohnen für so versteckte Truhen. Da stimmt das Verhältnis für mich irgendwie nicht. Wenn ihr versteht, was ich rede. Wo sind wir denn jetzt? Ey, ich wollte direkt hüpfen. Durfte ich nicht. Oh, noch eine Bildkarte. Jetzt werden die mir aber hinterhergeschmissen. Celestina Warbeck, geboren 1917, berühmte singende Hexenmeisterin. Okay, hier kann ich auf jeden Fall hochklettern. Weiß nur noch nicht, was mir das genau bringt.
Gehen wir mal da hoch. Da sieht's doch schnuckelig aus. Oh, Peeves, scheiße. Dem habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich krieg wieder Bohnen. Ach so, das ist eine Brücke. Ich hatte mich gefragt, was das hier ist gerade. Okay. Weg hier. Weg hier. Okay. Glaube, ich habe es geschafft. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Sehr schön. So, das war Stern Nummer 10. Das heißt, wir haben auf jeden Fall alle Sterne gefunden. Sehr gut. Ha! Richtig. Oh, das gerade verkackt. Schade. Einfach machen. Einfach nicht nachdenken. Einfach machen. Ja, okay. Harry wurde einfach zermanscht. So endet die Geschichte. Yes, guckt mal. First try. Wir haben nicht geweint. Aber trotzdem, der andere Raum irritiert mich jetzt ein bisschen, wo wir vorher waren, dass es da nichts mehr gab. Ach ja, der Raum. Wir sind wieder da. Moment. Wo führt das hin? Ah. Okay. Warum auch immer kann man hier zurück... Gut gemacht, Harry. Du hast die Elasto-Herausforderung bestanden. Die verbleibende Zeit gilt als deine persönliche Bestleistung. Das ging doch fix hier jetzt gerade. Bis auf den Absturz, den Tod. Die Kleinigkeiten halt. Die wöchentliche Hauspunktauswertung fängt gleich an. Oh Junge! Du willst sie doch nicht verpassen. Nee, das nicht. Also verpassen wollen, nee. Hast du Lust auf einen Handel? Gleich? Weil ich glaube, wir haben jetzt alle Zaubersprüche. Wenn ich es richtig sehe. Kann ich die irgendwo sehen? Weil ich glaube, wir haben alle. Das heißt, wir können das Schloss jetzt so ein bisschen erkunden. Und das habe ich auch vor. Deswegen kann mich die Hauspunkte-Vergabe mal, weil ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Zeug zu machen. So ein bisschen zumindest. Deswegen lasst uns mal gucken. Zum Beispiel hier direkt noch eine Bildkarte bekommen. Archibald Alderton, 1568 bis 1623, sprengte das kleine Dorf Little Dropping in Hampshire in die Luft, als er einen magischen Geburtstagskuchen backte. Okay. Was wir nämlich jetzt noch machen können, ist zum einen das Zaubererduell. Da kriegen wir noch ein paar schöne Böhnchen raus. Wir sind nämlich, glaube ich, noch nicht Erster. Nee, das letzte Duell haben wir uns nämlich aufgehoben. Und das machen wir jetzt. Oh. Was ist das für eine kleine Arena? Sehr schmal. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Expelliarmus! So, machen wir wieder unser Tennis-Move. Expelliarmus! Expelliarmus! Da hast du einen Glückstreffer gelandet. Glückstreffer können. Expelliarmus! 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 Harry Potter hat Slytherin besiegt. Wie enttäuschend. Das ist halt schön in der kleinen Arena, da gewinnt man schnell. Da können die nicht so schnell ausweichen. Das ist sehr gut und man kriegt verdammt viel Boden. Sehr schön. Sind wir jetzt auf Platz 1? Sind auf Platz 1. Dann haben wir das schon mal erledigt. Hier ist die große Halle, in der Feiern und Duelle stattfinden. Ah, einfach schön, wie Harry das auch kommentiert. Ich sag ja, eins meiner absoluten Lieblingsspiele hier.
Es ist einfach gut. Und diese Musik. Ich schmachte schon wieder viel zu viel. War ja auch cool, dass sie das mit dem Himmel gemacht haben. In der Halle. Oh, wer bist du denn? Rennt der hier einfach rum? Darf er das? So, wo können wir denn jetzt noch hin? Was könnte man denn erkunden? Wir könnten mal rausgehen für die Ländereien. Dann haben wir die schon mal abgeschlossen. Lasst uns in der Folge mal die Ländereien machen. Weil hier haben wir ja scheinbar noch ein paar Sachen. Krasse Bohnen. Was haben wir hier? Wo fliegen wir hier hin? Okay, das noch zu. Das heißt, da fehlt mir entweder Lumus oder ich muss irgendwas verzaubern. Hast du Lust auf einen Handel? Was hast du denn? Was verkaufst du denn? Ich habe eine silberne Bildkarte. Garantiert nicht ab. Die nehmen wir. Oh, wir können immer noch mehr kaufen. Ist das dann immer eine andere oder immer die gleiche? Nee, das ist jedes Mal eine andere. Oh. Vielen Dank, Harry. Wir wissen dein Vertrauen zu schätzen. Was verkaufst du denn? Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Ich habe eine silberne Bildkarte. Nein! Sie färbt garantiert nicht ab. Du musst es wissen, Harry. Einfach drei Bildkarten hier bekommen. Morgan Le Fay, Mittelalter, Daten unbekannt, Halbschwester von König Artus, schwarze Magierin und Feindin von Merlin. Gideon Crump, geboren 1975, spielt den Dudelsack in der populären Musikband Schwestern des Schicksals. Xavier Restrick, 1750 bis 1836, großartiger Zauberer-Entertainer, der während eines Stepptanzes in Painswick in der Menge untertauchte und nie wieder gesehen wurde. Boah, ist ein Magier, Harry. Okay, was haben wir hier denn noch? Da oben ist ja auch noch eine Bildkarte, eine bronzene sehe ich da. Jocunda Skies, geboren 1915, die erste Person, die den Atlantik auf einem Besen überquerte. Not bad. Die Wand hier sieht auch sehr verdächtig aus, finde ich. Ah, war ich hier nicht schon mal? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall hier war ich noch nicht. Das wüsste ich. Noch mehr Böhnsche. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht gerade. Wenn ich mir die ganzen Silberkarten kaufen möchte, dann brauche ich noch ein paar Bohnen. Müssen wir noch ein bisschen in Zaubererduellen farmen. Hast du Lust auf einen Handel? Was verkaufst du denn? Ich habe Megapower-Rinde. Allerbester Qualität. Megapower-Rinde braucht niemand. Du musst es wissen, Harry. Niemand braucht Megapower-Rinde. So, da ist ja die Herausforderung. Aber hier war noch eine Lumus-Statue und vielleicht komme ich mit der jetzt bei diesem Sprungfeld da hinten weiter. Beziehungsweise auch mal hier gucken, ob die Wand vielleicht... Nee? Okay. Dann aber vielleicht wirklich bei dem Sprungfeld. Elasto. Nee, tatsächlich nicht. Das heißt, es ist irgendwas anderes. Fragt sich nur, was. Hat der Drache da gerade gerülpst? Ging's denn hier nochmal hin? Uhu, Harry, Lust auf ein Geschäft? Was verkaufst du denn? Ich habe eine bronzefarbene Bildkarte.
Ich habe dafür schon einen Interessenten. Du solltest dich also besser schnell entscheiden. Die Stimme ist ja super. Kostet aber auch relativ viel. Vielleicht habe ich ja beim nächsten Mal etwas, das dir gefällt. Das sollte ich vielleicht erstmal nochmal farmen bei den Zauberduellen. Das ist das Gewächshaus. Es ist immer so warm hier drin. Da geht's zum Gewächshaus. Das stimmt. Kann ich hier innen drin noch was machen? Das kann ich mir, ob ich mich da umgeguckt habe. Ich meine aber schon. Okay. Das heißt, bronzene und silberne Karten können wir da jeweils nachkaufen. Was hast du denn? Wie wäre es mit einem kleinen... Was verkaufst du denn? Ich habe Flubberwurmschleim von allerbester Qualität. Nee, das will ja auch keiner. Du hast das Geschäft deines Lebens verpasst, aber du musst es ja wissen. Das will ja keiner haben. Hey Harry, Lust auf ein Geschäft? Wir haben die besten Preise in ganz Hogwarts. Was verkaufst du denn? Ich habe eine Quidditch-Ausrüstung der Chudley Cannons. Die kaufe ich mal. Dann habe ich immer noch genug für das Zauberduell. Ich bin mir sicher, dass du mit deiner Wahl zufrieden sein wirst, Harry. Tut mir leid, Harry. Ich kann dir momentan nichts anbieten. So. Tut mir leid, Junge, aber mein Lager ist leer. Komm später noch einmal vorbei. Und hier ging's doch, glaube ich, zu Hagrid, oder? Ach, wie cool, dass man da das Quidditch-Feld total schlecht auflösend im Hintergrund sieht. Die Hütte vom guten alten Hagrid. Das ist ja cool. So, aber da komme ich... Da gab's nichts mehr, ne? Ich glaube, da habe ich alles geholt. Ich glaube, da war nichts mehr. Dann würde ich sagen, wir machen mal noch ein Quidditch-Match. Nicht wahr? Ein schönes, faires Quidditch. Zu Hagrid konnte ich nicht rein. Nee. Quidditch, let's go, Leute. Wie konnte ich nur vergessen? Könnte ich nur vergessen, wenn man zum Quidditch-Match kommt. So, wir machen mal Spiel 4. Ein wunderbarer Tag für ein Quidditch-Spiel. Ja. Regen oder ja. Sonne. Ja, wissen wir. Ja, überspringen. Ich kenne das schon. Alter, die Klappe. Ja, der Schnatz. Potter von Gryffindor hat den Schnatz knapp. So, wie war... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steuerung war. Scheiße. Seht euch nur Potter an. Er ist hinter dem Leertaste, oder? Was, Leertaste? Oh. Ah, rechtsklick war's. Alles gut, ich hab's gefunden. Gryffindor hat sich den Quaffel geschnappt. Der Gryffindor-Hüter taucht ab, doch der Quaffel geht ins Tor. Trotzdem gut reagiert. Weggeboxt. Da kommt der Superbock. Das Quidditch so brutal sein muss immer. Da kommt ein Klatscher. Oh, oh, Klatscher direkt hinter uns. Ah. Nähert sich dem Schnaps. Potter setzt zum Todesstoß an. Todesstoß? Ja, ich versuch's ja. Ist aber gerade gar nicht so einfach. Nice. Mit 20 Punkten gewonnen. Gryffindor hat das Spiel gewonnen. Lee Sehr gut. Jordan verabschiedet sich für heute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Lee Jordan. Tschüss, Lee Jordan. Und dann machen wir gleich noch das nächste hier. Immer genau mit 40 Punkten. Das irgendwie geskriptet ist? Also ich weiß ja nicht. Ein wunderbarer Tag für ein... Ja, wissen wir. Wunderbarer Tag. War das der Schnatz? Potter hat den Schnatz gesehen. Nimm dich vor dem Klatscher in Acht, Harry. Wieder vorbei. Oh, okay. Gerade ein bisschen schwierig hier. Da kommt der Sucher von Ravenclaw. Ravenclaw hat die Kontrolle über den Quaffel übernommen. Mit der Schlange, Potter. Unter dir. Der
Hey, ranhalten. Oh, das hat mich ziemlich viel Zeit gekostet gerade. Ein Klatscher hat es auf Harry abgesehen. Da kommt ein Klatscher. Nimm das. Ich trete dich vom Besen. Jawohl, Damas. Applaus an mich selber. Gryffindor hat das Spiel gewonnen. Lee Jordan wünscht einen schönen Abend. Tschüss, Lee Jordan. Mach's gut. Perfekt. Das letzte können wir ja noch nicht. Nee, das ist noch nicht freigeschaltet. Ah, guck mal, hier mal mit 30 Punkten nur gewonnen. Da war ich wohl zu schlecht. Okay. Ich wüsste halt trotzdem wegen dem Sprungbrett, was es damit auf sich hat. Hast du Lust auf einen Handel? Das ist halt echt weird. Also wenn das jemand von euch weiß, sagt's mir gerne. Hier das ist die bestimmt, Eingangshalle. Das ist bestimmt super mega duper offensichtlich und bin einfach nur zu blöd dafür. Jo, ich mach mal noch ein, zwei Zauberer-Duelle. Damit ich wieder ein paar Bohnen habe. Heute hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry. Expelliarmus! Expelliarmus! Weil dann haben wir das auch schon mal abgeschlossen. Expelliarmus! Expelliarmus! Mach es Potter doch nicht so einfach! Schlag zurück! Expelliarmus! Okay, es bringt auf jeden Fall deutlich mehr, den roten Zauber einfach zurückzuwerfen. Expelliarmus! 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 Oh oh, der wird reinknallen, wenn der gleich trifft. Expelliarmus! Expelliarmus! Oh oh. Expelliarmus! Hälfte vom Leben einfach abgezogen. Expelliarmus! Nice! Expelliarmus! 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 Slytherin ist unberechtigterweise getroffen worden. Harry Potter hat Slytherin besiegt. Wie? Nice. Guck mal. Schon wieder 200 Bohnen gewonnen. Das machen wir jetzt nochmal. Zap, zarab. Wäre cool, wenn man es immer verdoppeln könnte. Doppelter Heute Einsatz. Hast du die Ehre, gegen Slytherin anzutreten, Harry? Oh, das hat er noch geblockt bekommen. Ich glaube, du hast ihn betäubt. Gute Leistung. What? Wie hat er das gemacht? Schmuggler. Okay, komm schon. Mach dich platt. Expelliarmus. 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 Ja, das ist immer noch die beste Taktik. Expelliarmus! Oh nein, ich hab... Oh, ich wollte zu viel Action reinbringen. Mich zu viel bewegt. Expelliarmus! Einfach stehen bleiben eigentlich. Expelliarmus! 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 Mach es Potter doch nicht so einfach! Schlag zurück! Schon noch einmal, dann haben wir's. Expelliarmus! 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 Harry Potter hat Slytherin besiegt. Wie enttäuschend. Nice. Perfekt. Aber wenn das letzte Quidditch-Match noch offen ist, das heißt, ich kann den Bohnen-Bonusraum auf jeden Fall noch machen, weil ich muss ja die Gelegenheit bekommen, das Quidditch-Match auch noch zu machen. Das heißt, dann machen wir mal und dann hoffe ich halt auf ein Speicherbuch, auf ein zeitnahes hier. Es geht die Folge wieder 3 Milliarden Jahre. Hallo alle zusammen. Es ist wieder mal Zeit für eine Hauspunkte-Auswertung. Mhm. Mal sehen, welches Haus diese Woche in Führung ist. Ich hoffe, es ist Gryffindor. Sieht ganz so aus, als sei Gryffindor in Führung. Yay! Du darfst nun den Belohnungsraum besuchen, Harry. So, und jetzt haben wir hier das Sprungfeld, ne? Hui! Oh mein Gott! Hui! Oi, wo kommen wir denn hier hin? Elasto! Oh! Mit extra Cutscene, das ist ja geil. Oh ne, ein paar Bohnen verpasst, wie gemein! Elasto!
So. Kriegen wir nämlich auch nochmal ordentlich Bohnen, ey. Da müsste ich mir mal auf YouTube echt die optimalste Route angucken, weil das interessiert mich irgendwie. Vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, so Speedrun, kompletter Speedrun-Bekloppt-Modus, alle Bohnen zu kriegen. So irgendwie Side-Hopping. Side-Hopping ist schneller oder so ein Kram. Kennt man ja. So. Die 1000 sollten wir auf jeden Fall schaffen. So, wo fliegt mich das denn hin? Nein, ich wollte eigentlich gar nicht dahin. Na, kacke. Ich meine natürlich Scheiße. Ich meine natürlich Mist. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, hier war ich schon. Oh, Gott. Das wäre hier auch eine coole Quake 3 Arena, oder? Das gab richtig viele Bohnen. Oh, gehen wir mal noch hier rüber. Sind auch die Bohnenfarben echt schön. Bisschen wie Ostereier. Oh ja, diese Sprungdinger, die sind geil. Love it. Ah, hier habe ich schon alles eingesammelt. Kacke. Ich habe ja schon alles. Aber ja, das wäre, glaube ich, eine echt coole Quake-Arena. Unreal Tournament. Unreal Tournament spielen. Oh. Ah, 1100, ah, ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht. Okay. Hallo. Hier findet die Hauspunkteauswertung statt. Creepy Musik ist creepy. Hey Harry, irgendwas hat die maulende Myrte total traurig gemacht. Sie ist noch trauriger als sonst? Ich konnte sie den ganzen Weg die Treppe hinab heulen hören. Und jetzt ist der Gang vor der Toilette wieder überflutet. Es ist doch niemand anders mehr angegriffen worden, oder? Alles kann passiert sein. Gehen wir nachsehen, was los ist. Okay, schauen wir mal. Hast du Lust auf einen Handel? Ist jetzt das letzte Quidditch-Match freigeschaltet? Ah, jetzt ist das letzte Quidditch-Match freigeschaltet. Ich hoffe, das kann ich danach noch machen, weil ich brauche erstmal ein Speicherbuch. Los, Harry! Los! Hier unten war auch kein Speicherbuch. Ach Gott, aber hier... Ah, doch, hier unten ist ein Speicherbuch. Sehr schön, dann nehmen wir das hier. Perfekt. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge das Schloss ein bisschen an und machen dann die Hauptquest weiter. Ich weiß noch nicht, ob es die letzte Folge sein wird. Wenn nicht, gucken wir mal. Schauen wir mal. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, bewerten, kommentieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.